Mein Name ist Coco Huch. Ich mache die Ausstattung, das heißt, ich mache das Kostüm und das Bühnenbild für die Sommerkomödie, das da dieses Jahr den Sommernachtstraum geben wird. Manchmal sehe ich schon was, während ich ein Stück lese und es bilden sich Farben oder Formen. Ich merke, ah, ich brauche ganz klare Architektur oder so ganz klare Linien, grafisch fast, oder es sprenkelt ganz bunt daher. Es kann aber auch passieren, also auch ist es schon mal vorgekommen, dass ich ein ganzes Stück in einer Farbe geträumt habe und dann sage ich, okay, habe ich geträumt, muss ich so machen. Dann mache ich es eben, also wenn ich darf. Von der Regie aus. Oder ich habe jetzt eben den Zuwurf mit diesem Netz. Also merke ich, ich spinne daraus was. Naja, das sind ja ganz außergewöhnlich hohe Bögen, die man sonst nicht so hat. Also dieses Kirchenschiff, da sind ja diese Bögenarkaden so extra ausgestellt, die kriegt man gar nicht so mit sonst, weil ja dann der Rest von der Kirche da ist. Und wir sitzen davor und dann so was Kleines und Abgeschnittenes reinzumachen, das tat mir leid um diese wunderschöne Höhe, also dieses Erhabene, was das hier hat. Deswegen wollte ich es unterstützen, indem ich zwar unten dann was habe, was den Raum ein bisschen versteckt, aber was praktisch wie aus dem Gebäude rausgesponnen ist. Also ich habe ja die Farben ein bisschen reingenommen von den Säulen auch, so dass das sich da anschmiegen kann. Und trotzdem filigran bleibt, dass das diesen Ort nicht so sehr verletzt. Naja, es ist immer wieder die Verabredung mit der Regie. In welchem Jahrzehnt wollen wir uns bewegen? Sind wir ganz frei und so? Und bei den Elfen war es mir ein Bedürfnis, die ein bisschen schrumpfen zu lassen und da Elemente reinfließen zu lassen, dass man das auch ein bisschen erkennt. Und dann brauchte ich etwas, was ich meistern kann. Ich habe ja keinen Theater mit einer großen Schneiderei, mit Putzmachern, mit all den Leuten Requisite und so. Ich muss mich ja einschrumpfen, so dass ich das Gefühl habe, ich kann das schaffen zu zweit oder zu dritt. Erst mache ich so viel Fantasie wie möglich und dann so viel Fantasie wie nötig. Im Teufel, der sitzt im Detail, an den kleinen Plänkeleien zwischen den Schauspielern und der Regie und bei allen, die da so mitmachen, wenn man sich was zuwirft und was Neues findet, vielleicht mal ganze Ideen überwirft und merkt, das ist wie bei jedem Bild, was man malt, das dieses Bild irgendwann anfängt mit einem zu sprechen. Also ob das geht tatsächlich mit einer Leinwand auch. Irgendwann bist du so drin, dass es einen Dialog gibt. Und beim Theater ist das Tolle und Wunderbare, dass man da nicht alleine mit sich selber ist im Prinzip, sondern es mit echten Menschen zu tun hat, die einen zum Glühen und zum Fliegen bringen können. Oder zur Verzweiflung geht auch. Dass das so ein Gemeinschaftsprozess ist. Ist unglaublich, ich glaube, verjüngend, belebend. Euch ganz nah, immer da, schleichen leicht und unsichtbar. Wir eilen fleißig hin und her, hin und her, hin und her. Es ist schönes Sommertheater in einer unglaublich schönen Kulisse.